Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Gothic 1 begrüßen zu dürfen. Ich habe eine Sache mal nachgeschaut. Bei den zwei anderen Lagern, im Sumpflager wird man erst Novize, im anderen Lager wird man, glaube ich, Schatten. Und da kann man ja auch irgendwie weitergehen zum Gardisten oder zum Templer oder halt Guru bzw. Feuermagier und so weiter. Bei denen ist es so, dass man auch erst Level 10 brauchen muss, was wir auch schon hätten, genau wie bei Lee, der braucht auch 10, Stufe 10, das man haben muss. Allerdings muss man noch eine Quest vorher erledigen. Und ich glaube, das ist eine Quest, die auch eine Hauptquest ist. Also die man sowieso machen muss. Und erst dann kann man da aufsteigen. Lee ist es anders, da kann man sofort zum Söldner werden, da ist nur die Voraussetzung Stufe 10. Allerdings kriegt man, glaube ich, erst diese Banditenrüstungen, die Söldnerrüstungen, die besseren, wenn man wahrscheinlich diese Quest gemacht hat. Nehme ich jedenfalls mal an. Wir haben überhaupt im Moment gar nichts davon, außer dass wir Zweihandschwerter lernen können. Aber das war es dann auch schon gewesen. Und wir können diese Quest von, diese Banditenquest, dieses Motrak helfen, nicht mehr machen, wenn wir Söldner werden. Von daher würde ich erstmal sagen, lassen wir das mal. Er soll anscheinend auch später, wenn wir wahrscheinlich diese eine Quest gemacht haben, mit uns reden wollen. Also Lee meine ich, dass der mit uns reden will. Gut, von daher werden wir das jetzt auch so machen. Ich habe mir aber überlegt, da wir ja jetzt nicht Zweihandschwerter lernen können, werde ich auf jeden Fall mal 10 Punkte... Kannst du da hochklettern? 10 Punkte in Stärke reinmachen. Ich glaube, Lares hat, glaube ich, ja auch ein bisschen was beigebracht einen. Hallo. So, dann verbessern. Und zwar Stärke einmal. Nochmal. Und ich glaube nochmal. So. Sind wir auch mal einiges stärker. Halt, das war's falscher. Ja, jetzt sind wir schon bei 71. Das ist wirklich, wirklich nicht zu verachten. 100 ist das Maximum, was wir haben können. Die 15 Punkte würde ich jetzt erstmal behalten. Weil wir brauchen ja 30 Punkte für Zweihänder. Und ich denke mal, bevor wir Lee reden, wird es enden. Ich weiß nicht, entweder Ende dieses zweiten Kapitels sein oder Ende des zweiten Kapitels sein oder Anfang des dritten. Ich habe gerade verwechselt, wir sind ja noch gar nicht im zweiten Kapitel. Von daher, bis dahin haben wir wahrscheinlich die restlichen Lernpunkte eh wieder zur Verfügung. So, da wir jetzt eine ganze Weile unterwegs sein werden mit als Bandit und noch nicht zu Lares gehen, würde ich mir jetzt tatsächlich doch diese schwere Rüstung holen, damit wir das auch aushalten. Wir können sie ja später auch wieder verkaufen. So, red mit uns, Wolf. Nicht einfach so tun, wie wenn du das Ding drehen würdest, ohne es zu machen. Ach, Wolf, komm schon. Du kriegst gleich einer aufs Maul. Ah, jetzt. So, bessere Rüstung. Ich suche eine bessere. Jetzt wurde einer. Und zwar die schwere Rüstung. Kannst du mir eine schwere. Diese Rüstung. So. Und dann wollen wir doch gleich nochmal tauschen. Handelst du noch mit was? Ich kaufe Felle. Weil du hast jetzt halt auf jeden Fall wieder viel, viel Geld. Für was. Was können wir denn? Schmiedehammer? Altes Schwert kann auf jeden Fall weg. Die verwitterte Axt kann auf jeden Fall weg. Das grobe Schwert kann weg. Das kann weg. Das leichte Gardeschwert würde ich vielleicht mal behalten. Stachelkeule. Kann weg. Eine von denen kann weg. Ja, dann lassen wir es mal so, wie es jetzt ist, hätte ich gesagt. Zweihandwaffen. Ja. Kann die hier... ich will sie mal... Ich will sie zumindest mal ausprobieren. Von daher, das passt erstmal. Bogen wollte ich mal behalten. Rüstung.
Dann können die hier weg. Ja, die kann ich im Moment nicht wegmachen, weil wir es noch nicht verkaufen können. Okay. Dann schauen wir doch mal die Wolfspelze an. Ich glaube, 1400 hattest du gerade. Richtig? Richtig. So. Also weiter. Krallen. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. War doch klar, dass das Ärger gibt. Man darf auch nicht alles glauben, was man. War doch klar, dass das Ärger gibt. Nur ganz kleines bisschen. Ja, machen wir noch einen Zahn dazu. So. Dann haben wir nämlich wieder das Geld. Ja? Hallo? Ach, da unten annehmen. So. Und ja, dann haben wir wieder viel Geld gekriegt. Und wir ziehen natürlich noch die schwere Banditenrüstung an. So. Sehr schön. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Dann speichere ich nochmal. Und dann wollen wir nämlich auch noch eine andere Sache machen. Wir wollen diesen Brief an den Kron... Ach, das müssen wir gar nicht. Der ist offen. Hochgeschützt, hochgeschätzter Meister Karisto, Saturas, ehrwürdiger Meister der Magier vom Kreis des Wassers, möchte euch ersuchen, gemeinsam mit uns dafür Sorge zu tragen, dass die Spannungen zwischen den alten und den neuen Lager in einen Rahmen gehalten werden, der für beide Seiten zuträglich ist. Da ihr dafür Sorge tragt, dass der König seine monatliche Erzlieferung erhält, ist es in eurem Interesse, dass die Aktivitäten der Banditen aus dem neuen Lager eingeschränkt werden. Des Weiteren ist es in unserem Interesse, dass seitens des alten Lagers keine Schritte unternommen werden, die unsere Vorhaben, die magische Barriere wieder zu öffnen, in Gefahr bringen könnten. In Erwartung eurer baldigen Antwort, Kronos, Hüter des Erzes. Alles klar. Das ganz Komische ist, das steht gar nicht als Quest drin. Wir haben die große Sache der Bruderschaft. Da sollen wir ja Modrak helfen. Das müsste ja das ja sein, genau. Ulberts Lagerschuppen. Ja, da müssen wir schauen, was wir noch mal machen können, warum die noch drin steht. Arons Truhe, vielleicht kann man, ja. Und Baloras Waffe. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz schlafen, dann probieren wir mal, ob wir Baloras Waffe, ob wir das hinkriegen. So, wir sind nämlich jetzt viel, viel besser geschützt. Noch besser wäre man natürlich geschützt, wenn wir Söldner wären. Und zwar Söldner, am besten mit einer mittelschweren oder schweren Rüstung. Aber gut, schauen wir mal. Wie gesagt, wir machen jetzt erst einmal die Banditen-Sachen fertig, bevor wir Söldner werden. Die Frage ist nur, gehen wir erstmal ins alte Lager rein und geben diese Briefe ab? Den Brief der Feuermagier und den Brief von Kronos? Und gehen dann in den Sumpf? Oder gehen wir erst in den Sumpf? Ich würde sagen, wir gehen erst ins alte Lager und geben diese Briefe ab. Von einer der beiden Sachen hängt es, denke ich, auch ab, dass wir zu Kapitel 2 kommen. Entweder müssen wir den Brief abgeben oder wir müssen ins Sumpflager und diese Quest weitermachen. Ich hätte ja gedacht gehabt, sobald wir einer Gilde uns angeschlossen, einer Fraktion uns angeschlossen hätten, dass es zum Kapitel 2 übergeht. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall gewesen. Da habe ich mich irgendwie geirrt. Aber gut. Eigentlich könnten wir jetzt sogar in diese eine Höhle gehen, wo diese Raptoren, nee, Snapper heißen sie, die Snapper drin waren. Und nachschauen könnten, was das ist. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir das wirklich machen sollten. Wir haben ja jetzt eine Rüstung. Eigentlich könnten wir das machen.
Wir sind um einiges stärker. Wir haben eine ganz gute Waffe im Großen und Ganzen jedenfalls. Zumindest für Kapitel 1 haben wir eine ziemlich gute Waffe. Da werden natürlich später noch weitere Waffen kommen, die noch viel, viel besser sind. Aber gut, da muss man erst einmal hinkommen. Und ich weiß gar nicht, ob wir... wo es diese Waffen gibt, ob die dann überall in der Welt wieder verstreut liegen wie die Waffe oder ob wir die jemand wieder abnehmen müssen oder wie es halt aussieht. Ich weiß es noch gar nicht. So, aber jetzt lasst uns mal schauen, ob wir denen eine aufs Maul geben können. Für das, was Sache ist. Ich hab den ganzen Kram. Hier hast du. So, nun her. Was? Glaubst du? Wundert mich. Ja, das. Macht aber nix. Das hatten wir ja schon. Hey Mann. Das kannst du mit mir nicht machen. Was willst du denn noch? Verschwinde! Geh jemand anders auf die Nerven, sonst setzt was. Kapiert? Ich glaube, ich muss dir jetzt leider die Fresse polieren. Wir haben unseren Spaß gehabt. Jetzt zieh Leine, Mann. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Na gut, du willst es ja nicht anders. Ich hab dich gewarnt. Ja, genug. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Der Steinbrecher kriegen wir. Und wir kriegen von dir viele, viele schöne Sachen. So, Steinbrecher. Können wir gleich mal schauen, was das ist, wenn er wieder aufsteht. Ob das jetzt eine richtig schöne Waffe ist. Ha. Der hat eine aufs Maul gekriegt. Das wird dir noch sehr leid tun. Wirklich? Ach, du hast mir ganz... Okay, das war's. Alles klar. Ja, der hat eine ziemlich aufs Maul gekriegt. Jetzt müsste die Quest auch fertig sein. Ja, die ist auch fertig. Wir haben ja auch 300 Erfahrungspunkte dafür gekriegt. Und... ah, das ist dieselbe Waffe, die wir hatten. Oh, auch nicht schlecht. Ich glaube, in dem Kapitel gibt es wirklich nichts, wirklich keine große andere Waffe. Hä? Ah. Gut. Eine Quest fertig. Erfahrungspunkte gekriegt, eine neue Waffe, wobei die genauso gut ist wie wir, das was wir haben. Und, ja, gezeigt, dass er das nicht mit uns machen kann. Wo greifst du uns jetzt an hier? Ey! Was soll denn das? Der hat uns jetzt tatsächlich angegriffen? Ich hab den ganzen... Sonst... Hier hast du. So, nun... Was? Glaub... Und? Hey, Mann. Was will... Ich... Wir haben... Ich glaube, du hast mich nicht... Na gut. Ah, verdammt. Jetzt hab ich Mist gebaut. Ja, dann müssen wir den Typ da unten wahrscheinlich auch nochmal erledigen. Das ist ja blöd. Hier hast du... So. Was? Glaub, was? Ah, das wollte ich jedenfalls nicht. So, schön, dass er noch ein bisschen... Wir haben... Ich glaube, du hast... Na... Verdammt. Also, es ist doch tatsächlich relativ hart, das zu machen. Aber ich würde es ganz gerne machen. Glaubst, Wunder macht. Weil der hat es echt verdient. Aber dass der andere uns dann auch noch angreift, das finde ich dann schon ein bisschen hart. Vor allem, weil der ja uns angreift. Wir haben. Ich glaube, du. Na gut. Ach, okay, mit diesen Dingen. Ich muss es, glaube ich, anders machen. Ich muss tatsächlich mit rechts links machen und nicht mit Dings nach vorne drücken. Ja. Ah. So, nun, warum hat er uns angegriffen? Wir hatten alles schon erledigt. Hey, was?
Ach, jedes Mal. Ich versuche das Gespräch abzubrechen und dann, Ich glaube, du... Na gut. Ach, jetzt kommt der von unten. Leute, das ist doch unfair. Das ist doch echt unfair. Ich hab dann hier... So, nun... Was? Glaubst du? Und mach doch... Was? Vielleicht sollten wir mal einfach hier hinten bleiben, vielleicht. Wäre das jetzt nicht verkehrt? Wir haben... Ich glaube, du... Na gut. So. Gut, das ganze Zeug, was wir gekriegt haben von ihm. Das. So. Ja, ich glaube, jetzt war mal weit genug. Jetzt hat er nicht getriggert gehabt. Ich glaube, wir waren einfach zu nah an dem dran und er hat es mitgekriegt und dann still unterstützt er natürlich seine Leute hier. Das wird dir noch sehr leid tun. Ach, du hast mir ganz... So. Gut. Kann ich da mal vorbei? Jetzt hoffe ich, dass der uns nicht angreift, aber er sieht nicht aus, als ob er getriggert hätte. Und die genauso wenig. Ja, er hat nicht getriggert. Wir waren einfach zu nah vorhin an dem Typen dran. Und dann haben die irgendwie getriggert, dass wir den angreifen würden. Habe ich eigentlich gar nicht so in Erinnerung, dass das so wäre. Dass die, wenn wir, ja, dass die halt triggern dann, dass die einen unterstützen, selbst wenn die uns angreifen. Aber eigentlich ist es klar, weil, klar, die unterstützen ihre Leute. Wobei ich ja auch eigentlich jetzt zu ihren Leuten dazu gehöre. Naja, gut. Aber wir haben es geschafft. Wir haben jetzt die zweite Waffe, die wir gut verkaufen können. Wir haben die 300 Erfahrungspunkte und die Quest abgeschlossen. Gut. Dann wollen wir doch wieder zum alten Lager zurückkehren. Und dann müssten wir eigentlich in den inneren Bereich reinkommen, wo Thor uns bisher nicht reingelassen hat. Und dann könnten wir bei den Feuermagiern endlich mal vorsprechen. Ha, geht doch. Das ist ein ganz schön langer Weg. Deswegen habe ich auch vorher unter Test nochmal gespeichert gehabt. Ganz einfach. Weil wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte ich mir den ganzen Weg ersparen können. So, lieber mal kurz speichern, dass da nichts schief geht. Was werden die Leute überhaupt sagen? Taurus und Diego, wenn sie sehen, dass wir uns den Banditen jetzt angeschlossen haben. Manche lernen eben gar nichts. Müssen wir mal schauen. Ja, genau, und wenn ich mal schaue... Es ist tatsächlich besser, wir gehen zum Lager. Weil zum Sumpflager müssen wir ja sowieso da durchgehen. Weil zu meinem alten Lager kommen wir sowieso vorbei, meine ich. Das heißt, das passt. Und wenn wir schon da sind, im alten Lager, dann könnten wir mal schauen, ob wir tatsächlich noch in diese eine Höhle mit den Raptoren gehen. Mit unserer neuen Rüstung sollten wir doch da... Andererseits macht das Sinn. Muss ich mir mal überlegen. Thank you.
Fortschritt. Ich dachte, das wird schon lange geklärt. Oh, badam. Wie mussten wir dann da gehen? Ich glaube, wir mussten da oben über die Brücke hinweg, oder? Ich muss gleich nochmal auf die Karte schauen, welches der beste Weg war, um zum alten, zum alten Lager zu kommen. Karte. Da-dum. Wir könnten, oben rum geht's durch den Wald. Wo waren denn die ganzen Snapper? Die waren da. Und da hinten. Ich glaube, die lassen wir jetzt doch erstmal. Sein. Und ich glaube, durch den Wald zu gehen ist vielleicht doch keine so schlechte Idee. Nee, die ganze Sache mit den Höhlen und so. Ich glaube, das lassen wir tatsächlich mal. Und machen das andererseits. Es gibt auf jeden Fall. Wir könnten ja einfach mal da oben mal ausprobieren, wie gut es funktioniert. Bei den Snappern. Die hier sind. Ob das denn was bringen würde, wenn wir da noch einen Abstecher hinmachen. Da sind sie doch schon. Die stehen aber gerade schon auf der Präsentier-Dings. So, dann komm mal her. Ja, doch. Hallo. Okay, dich wenigstens kann ich looten. Du bist irgendwie. Du liegst gerade so ungünstig, dass ich dich nicht looten kann. Super. So, Höhle. Was haben wir denn Schönes? Wir haben einen Trank und das war's. Ja, das würde uns tatsächlich noch mal ein paar Erfahrungspunkte bringen. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Das waren jetzt nur zwei Snapper. Das sind halt wirklich eine ganze Menge. Und in der Höhle, wo ich eigentlich noch ganz gerne hingehen wollte, sind ja auch noch mal eine ganze Menge. Okay, die machen immer noch modsmäßig Schaden. Muss man schon sagen, die machen immer noch Schaden ohne Ende, wenn sie an uns rankommen. Da wären halt schöne lange Waffen richtig gut. Moment. Dann du noch. Hopp, komm schon. Och, Mann. Aber wenn ihr seht, ein Schlag, wie viel Dings wir haben. Nee, lass uns zum alten Lager gehen. Lass uns das mal machen, wenn wir vielleicht eine andere Waffe haben. Eine etwas längere Waffe als unsere Zweihandwaffe oder sowas. Das sind zwar jetzt verschenkte XP, aber in dem Spiel werden wir eh genug XP noch bekommen, um alles zu lernen und alles zu machen. Also das XP ist in dem Spiel hier, beziehungsweise diese Fertigkeitspunkte, ist in dem Spiel keine so große Sache. Soweit ich weiß zumindest. Hallo Jungs. So, aber hier werde ich mal Schluss machen. Oh, guck mal. Da haben wir aber noch ein paar. Sind die jetzt doch schon respawned? Weil die haben wir doch schon gemacht gehabt, oder? Also ich könnte schwören, dass wir die hier schon gemacht haben in der Höhle. Und wir sind ja noch in Kapitel 1.
Das finde ich jetzt gerade irgendwie seltsam. Weil eigentlich sollten die erst in Kapitel 2 respawnen und Kapitel 2 haben wir ja noch nicht. Ich renne mal ganz kurz, das mache ich jetzt noch ganz schnell. Ja, lang. Weil da bin ich mir nämlich ziemlich sicher, dass wir hier die Gegner erledigt haben. Nee, da ist definitiv nichts. Nö. Okay, dann haben wir die anscheinend, oder habe ich die anscheinend übersehen gehabt. Auch nicht schlecht. Gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir die Folge und in der nächsten Folge gehen wir in das Lager, schauen mal, wie die Leute reagieren und geben endlich diese zwei Briefe ab. Vor allem diesen einen Brief, den wir schon seit Ewigkeiten mit uns herumschleppen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.